Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Karten Opening hier bei Gate to the Games. Und heute haben wir sie da, die Rising Rampage Special Edition. Schön zum Release mit vier neuen Promokarten. Davon sind ja drei Marinzessin-Karten. Wurde ein bisschen drüber diskutiert, warum packt man drei von einem Deckthema rein. Aber okay, für das Deck auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann noch eine Karte für Großsalamander. Wir haben auf jeden Fall einiges vor. Und machen deswegen das Ganze hier mal auf. Bleibt auf jeden Fall dran, denn am Ende könnt ihr natürlich wieder was gewinnen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie die Pullrate sein wird. Ob wir drei Secrets rausbekommen, ob wir nur zwei rausbekommen. Die letzten Male waren die Special Editions ja nicht so cool. Da hatten wir gar nicht so nice Stuff gezogen. Aber ja, schauen wir mal. Wir haben hier 10 frische Packs. Auf jeden Fall. Und das gibt doch neue Hoffnung. Wir schauen uns natürlich immer die Promos einmal an, lassen den Rest dann zu. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen natürlich. Ihr kennt das. Wir haben also 10 dieser Packs mit 3 Boostern. Man kann ja die neue Rarität in dieser zweiten Auflage nicht mehr dabei haben. Das haben wir auf die erste Auflage, also auf die normalen Displays begrenzt. Das heißt, da brauchen wir uns heute eigentlich keine Hoffnung machen. Aber mal sehen, was wir so ziehen können. Vielleicht ja mal Apollosa. Haben wir noch nicht gesehen auf dem Kanal. Erstmal haben wir Großsalamander Coyote. Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug als Linkmaterial dorthin gelegt wurde, du kannst einen der folgenden Effekte aktivieren. Wähle ein Großsalamander Monster in deinem Friedhof, außer Coyote, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Oder wähle ein Großsalamander Karte in deinem Friedhof, außer Coyote, und füge sie deiner Hand hinzu. Also bekomm eine Karte eigentlich zurück, denn der zweite Effekt ist eigentlich ein bisschen besser. Und ich denke, das Linken sollte kein Problem sein. Und dann haben wir Marinzessin Wunderherz. Wieder schönes Artwork. 2 oder mehr Wassermonster brauchst du diesen Link. 4. Einmal pro Kampf während der Schadensberechnung, falls diese Karte gegen einen Monster kämpft, Schnelleffekt. Du kannst ein deiner Marinzessin Monsterkarten, mit denen diese Karte ausgerüstet ist, als Spezialschwung beschwören. Zusätzlich kann diese Karte durch den Kampf nicht zerstört werden und du erhältst keinen Kampfschaden aus dem Kampf. Rüste diese Karte während der Endphase mit dem als Spezialbeschwörung beschworenen Monster aus. Falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners zerstört wird, du kannst eine Marinzessin Monsterkarte mit Link 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Ja, also wird sicherlich einen Platz im Extra-Deck finden. Marinzessin hat sich ja noch nicht unbedingt jetzt großartig durchgesetzt, aber ist eine coole Sache eigentlich mit den Fröschen zusammen. Und dann schauen wir in die Booster rein. Was wir rausbekommen, Volt-Tester, Psi-Glut, dann haben wir Magi-Waage, dann die Rückkehr zu den normalen Tenshi-Geist, Tana und Rückkehr der Sturmdrachen. Eine super rare Shortprint, kann man schon fast sagen. War relativ wenig gedruckt und ist ja auch eine der Karten, die es in der neuen Rarität gibt. Rücklink, Yosenius, Schwertstich und Nummer 29, Mannequin-Katze. Ja, also Rückkehr der Sturmdrachen ist eigentlich eine coole, super. Der Fokus will jetzt immer nicht so switchen, aber was soll's. Wichtig ist, dass wir die Karten sehen. Simorgansturm, umdrehbare Käfer, Dino Wrestler, Martial, Ankylo, Fäuste des unvergesslichen Tenji und Rauchspiegel des Terrors als Super Rare, Zorn des Feuers, Simorg Abschirmung, Dino Wrestler, Rambrachio und Revier Raptor. Wird hier eine Super Rare Special Edition, da hat man meistens so 2 Stück in einem Display dabei. Die Comments kennen wir ja mittlerweile auch schon wieder auswendig. Nochmal, Shtana, einer der besseren Tenji-Geister. Und Draufspiegel des Spaßes dahinter. Kreuzdebugger, FA, glänzender Stern, GT und vorbereitender Kinnhaken. So, die Rares packen wir ganz hoch. Die Promos packen wir hier runter. Dann die Supers und dann haben wir noch genug Platz für den Rest. Und dann sollten wir eigentlich aus dieser Special Edition wieder 5 von jeder Promo rausbekommen. Schauen wir mal, ob das am Ende aufgeht. Machen Sie das in Kampfozean, sehen wir hier schon mal als dritte Promokarte. Und alle Marinzessin-Monster, die du kontrollierst, ist eine Spielfeldzauberkarte, erhalten 200 ATK. Zusätzlich erhält jedes für jede Marinzessin-Karte, mit der es ausgerüstet ist, 600 ATK. Monster, die du in der Extra-Monster-Zone kontrollierst und die du mit Marinzessin-Kristallherz als Material als Linkbeschwörung beschworen wurden, bleiben von den Karteneffekten deines Gegners unberührt. Wenn du ein Marinzessin-Monster als Linkbeschwörung in die Extra-Monster-Zone beschwörst, du kannst das als Linkbeschwörung beschworene Monster mit bis zu 3 Marinzessin-Link-Monster mit unterschiedlichem Namen von deinem Friedhof ausrüsten. Also der Support ist eigentlich ganz gut.
für Marienzessin und dann haben wir Marienzessin Meeresengel und das ist für mich das schönste Artwork, was bisher für das Thema rausgekommen ist. Ist ein Link 1 Monster, ein Marienzessin Monster Stufe 4 oder niedriger ist benötigt und falls diese Karte als Link beschworen wird, du kannst deiner Hand ein Marienzessin Zauber von deinem Deck hinzufügen. Also search uns die Spells, soll eigentlich ganz cool sein, ehrlich gesagt. Also, das sind die 4 Promos. Die werden wir hoffentlich alle 5-mal dabei haben. Dann habt ihr auch immer wieder logischerweise das Playset dann direkt parat. Und dann schauen wir mal. Mit Psyglutir, Dein Wrestler, Ankylo, Verteidiger des Labyrinths, Fäuste des unvergleichlichen Tenjis und unsere erste Ultra Rare ist der Geister Bildhauer. Ja, eher nicht so relevant, die Karte, ehrlich gesagt. Ist halt ein Ultra Rare Slot in diesem Set. Haben wir, glaube ich, im Display auch schon gesehen. Aber ja, schauen wir mal, was wir heute rausbekommen. Ich hoffe, ein paar andere Karten als im Display-Opening. Wäre schön. Yosenju, Sabu, Psyglu, Tenjigeist, Mapura. Und dann haben wir Avida, Wiederaufbauerin der Welten als Super Rare. Simorgh, Vogels, Unheils, Magistrischer, Maginigir und Aussperrvorhang, oder? Maginigir. Okay, also wie eine Art Ingenieur, was auch immer. Und dann sollte das hier eigentlich auch eine Super Rare werden, denn meistens hat man in der Special Edition eine Ultra, eine Secret oder halt drei Supers. Aufsteigendes Feuer ist die Rare und der Link Mail Erzunterwäldler die Super Rare. Unser GT, Reptilianische Lamia, Revierraptor und Kreuz die Banner. So, kommen wir zur nächsten Special Edition, wo wir uns die Promos, die werde ich nicht mehr anschauen müssen. Was wir aber mal machen, nochmal in das Promopack reinschauen, ob die Kombi immer die gleiche ist, ob Coyote auch mit unserem neuen Marienzessin Link Monster kommt, mit dem Link 4er. Ja, kommen wahrscheinlich immer die gleichen und deswegen denke ich, werden das hier 5 pro Promo werden. So, schauen wir mal, was wir rausbekommen. Simorgh Ansturm, Kanalisierung, unser Ankylo, Zielentladung, Kalel, seine maliziöse Majestät als Rare und Secret Rare, die erste, passt ja zu den Promos, Marienzessin, marmorierter Stein. Die Anemone ist da, glaube ich, die bessere von beiden. Ich glaube, sie hieß Anemone, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, unser erster Secret Rare Pull in diesem specialischen Display ist okay, ist ein, ja, neutraler Start. Mal sehen, ob wir Apollosa ziehen können. Ist halt dann doch die beste Secret des Sets. Und wir hatten eigentlich oft auch mal Glück mit Special Editions. Schicksalsname Vergangenheit als Rare und Simorgh. Der Finstern ist auch schöne Artworks, muss man sagen. Marienzessin Strom, Reptilianische Lamia, der GT und Elbrutz, das geheiligte Land der Simorgh. Spielfeldzauberkarte für das Deck. Und dann geht's weiter hier mit dem nächsten Pack. Hier sind New Windanbetung, Sextettbeschwörung, Simorgh Himmelsschlacht, Ran Ryu, Schicksalsnamen, Rücklauf als Rare und passend zur Finsternis, Herr des Sturms. Oder, naja, ist halt der Windtyp von den Simorgh Monstern. Der andere ist ja Finsternis. Dürfte aber auch noch andere geben, sind aber bei den Rares und kommt dabei, wenn ich mich nicht irre. Und ja, nächstes Pack. Und da haben wir die anderen Promos, das ist also dann auch geklärt. Am Ende schauen wir mal, es gibt manchmal auch die Verteilung 6 zu 4, aber wir hatten eigentlich meistens 5 zu 5. Schurke von Endymion, Schicksalsname Vergangenheit und eine schöne Ultra Rare, das ist doch mal sehr, sehr cool. Dracheneinheit Ritter Romulus, sehr, sehr schönes Linkmonster, hatten wir im Display nicht dabei, deswegen freue ich mich da ehrlich gesagt drüber, dass wir die jetzt auch mal hier dabei haben in diesem Opening. 2 Ultras, eine Secret. Läuft doch eigentlich. Meistens ist die Ratio 3 Secrets, 5 Ultras und ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wir haben erstmal Traumspiegel des Terrors nochmal, den wir, glaube ich, keiner im Opening gezogen haben, im Display Opening. Da hatten wir nur die andere Version, den Spiegel des Spaßes. Kiki Nagashi Fucho, das ist eine Shortprint, glaube ich. Die sieht man seltener, ist aber ein witziges Kartenartwork. Tenjigeist, Mapura und Link Mail Erzunterwäldler. Ja, der beste Tenjigeist ist. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie er hieß. Atara, glaube ich. Atara müsste er heißen. Ist eine Rare, ziehen wir. Vielleicht noch. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir die noch ziehen. Und bei den Super Rares gern auch mehr von der Sturmrachenfalle. Die ist wirklich cool. Psyglut,
Mahns Essen, See, Sternverteidiger des Labyrinths, Seymour, Kindelschlacht, Tenchigeist, Mapura, den hatten wir jetzt schon einige Male, und Hypernova Ausbruch. Als Super Rare schmutzig kämpfen DMZ Drache Yuzenju Izna. Weiter geht's mit Seamog, Vogel, jetzt Anfang auch süß hier. Der kleine Boy, umdrehbarer Käfer, Kinagashi Fushio, okay, wahrscheinlich doch kein Shortprint. Habe ich mich da vertan? Oder ist es, weil es die Special Edition ist? Sagt mir mal in den Kommentaren gerne Bescheid. Dann haben wir Tenjigeist, eine harte als Rare, und Ikelos, der Traumspiegel Mara, als Super Rare. Schönes Artwork, muss man sagen. Sieht cool aus. Reveraptor war ja eine Promo in der vorherigen Special Edition. Darkneostorm. Als Super Rare gibt es den also schon. Rettungsinterlenzer oder Laser, Verteidiger des Labyrinths, Yosenyu Orochi Kanalisierung, Berserker der Tenji hier ohne Effekttext und Avida, Wiederaufbau in der Welten als Super Rare, Barry Card the Boy, Blocker, Vorbereitung, Kinnhaken und Traumspiegel Fantasie. Ja, da sind wir schon mit einer Seite durch. Zwei Ultras, eine Secret. Jetzt brauchen wir eigentlich nochmal was. Wir haben jetzt sozusagen schon die beiden Only Super Rare Packs rausgezogen und hoffen mal, dass jetzt hier noch drei Ultras und zwei Secrets kommen. Ich weiß, das klingt sehr, sehr komisch, wenn man das so sagt und das verlangt, aber theoretisch sind die Ratios meistens so. Wir haben makellose Perfektion der Tenji und Marinzessin Welle, da haben wir doch die nächste Ultra. Die Trap für Marinzessin. Ist okay, ist okay. So viele gute Ultras gibt es in diesem Set auch gar nicht. Verteidiger des Labyrinths, Verwunschenes Leuchten, Mahnsessen, Seestern, Simorgvogel des Schutzes, Simorgvogel des Bringens, den habe ich vorhin gemeint, und Simorgvogel oder Simorg der Finsternis, war auf jeden Fall ein Simorg-Pack. Und das letzte Pack der sechsten Special Edition, Ruststab, Yosenyu Jugendanbetung, Shogun Dimino, Mensch der Tenchi, auch eine Rare ohne Effekt, und Avida, Wiederaufbau in der Welt, eine Super Rare. Die hatten wir jetzt schon ein paar Mal dabei, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und dann geht's weiter. Promos passen bei der Verteilung bisher. Haben nicht doppelt jetzt nacheinander. Yosenyu Zabu, Fumas Welle, ist auf keinen Fall eine Shortprint, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich aber auch nicht mehr. Kanalisierung, Tenchigeist Ahara, da ist sie, die habe ich gemeint. Das ist ja die wertvollste Rare mit aus dem Set. Ist halt gut für das Deck. Und wir haben sie, die Korallenanemone. Sehr, sehr schöne Karte fürs Thema, sehr, sehr wichtig. Gefällt mir auch echt gut. Der Stigula-Effekt ist halt mega geil bei der Karte. Irgendwie, ich weiß nicht, so fast schon wieder übertrieben. Aber klar, gut, da ziehen wir die beiden. Und unser zweites Secret damit. Und wir haben noch drei Special Editions zur Verfügung. Also, abwarten. Wir können auf jeden Fall hier bald Marinzessin bauen, wenn man so will. Morpheus ist der Traumspiegel. Weißritter, auch schönes Artwork. Allgemein die Traumspiegel-Monster sehr, sehr schön gelungen. Und dann schauen wir mal, was im letzten Pack dieser Special Edition drin ist. Der Ranrio, Medium für den Drachenzyklus und Traumspiegel des Spaßes. Da haben wir ihn. Und jo, da geht's schon weiter. Das Secret rausgepult. Drei Packs to go. Und wir wünschen uns noch zwei Ultras und das Secret. Also es müssten jetzt in drei Special Editions, sollte das eigentlich passen. Also wenn es wie sonst läuft. Aber was willst du großartig hier verlangen? Es ist nichts versprochen. Berserker der Tenji. Und da ist aber die vierte Ultra. Ruf der Schicksalsdame. Ja, eher eine irrelevante Ultra, muss man jetzt einfach auch mal sagen. War für Schicksalsdamen cool. Aber das war's dann auch schon. Zielentladung, verwunschenes Leuchten, Schicksalsdame, Vergangenheit, Weißaura, Monoceros als Super Rare, Trauschwige Fantasie, Elwords, der Rambachio und unser gutes GT-Auto für die FA-Spieler. Dann haben wir Marinzessin Seestern nochmal ran. Ryu Shoike von Indumin. Okay, niemals ist das ein Shortprint. Es tut mir leid, Leute. Aber ich habe irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass wir die großartig im Display dabei hatten. Ich kann mich an die Karte nicht so gut erinnern. Ich habe nämlich auch die Sneak zu diesem Set verpasst. Vic Viper T301 und Mayu Senju Hitot. Den hatten wir sehr, sehr oft im Display dabei. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. So, vorletzte Special Edition.
Das ist der fünfte Coyote. Damit passt auf jeden Fall die Verteilung von dem Promopäckchen schon mal. Simorg, Vogel des Schutzes. Die Rückkehr zu den normalen. Marinsessen, Seestern. Ranrevo, Fäuste der unvergleichlichen Tenchi. Und nochmal Mario Sanjuhita. Und man hat es fast raufbeschworen gerade, dass man ihn auch zum Display dabei hatte. Jetzt direkt zweimal hintereinander. Wenn ein Linkmonster hinter der Rare kommt und wir haben hier schon die beiden Marinsessen-Karten, könnte es gut sein. Ansonsten weiß ich nicht. Es gibt noch. Was ist hier noch drin? Gizmegoroshi, glaube ich. Kappmuschel. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hier, interessanter Name. Wir haben Hrazvegle, der verzweifelte Schicksalsadler. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall falsch ausgesprochen, aber ja, man kann es mir, denke ich, nicht verübeln. Und Steamwork der Finstern ist halt super. Ausgabevorhang Baba Barbier. Cooles Artwork auch irgendwie. Fokus ist mal wieder super da gerade. Fixen wir gleich nochmal, falls es nicht besser wird. Aber sollte jetzt okay sein. Rossstab vom Wünschen des Leuchten. Volt-Tester, Yosenyu Windanbetung. Simorg, Vogel des Bringens. Und jetzt haben wir noch. Hatten wir in diesem Pack die Ultra? Nee, ne? Jetzt müsste was Cooles kommen eigentlich. Ah, wieder, Wiederaufbau in der Welten. Okay. Das ist interessant. Es scheint bei zwei Secrets zu bleiben, ehrlich gesagt. Ich glaube eher, dass wir jetzt noch eine Ultra ziehen als eine Secret. Genau, das war nämlich letztens, da hatten wir nämlich sogar vier Secrets, ne, glaube ich, aus der Special Edition. Und da aber weiteren Secrets. So, sollten wir eine Ultra ziehen, ist eine Secret auf jeden Fall richtig unwahrscheinlich. Denn man zieht meistens aus einer Special Edition nur einen, ja, höherer Return Pull. Nochmal die Karte, die man nicht aussprechen kann, auf jeden Fall der Schicksalsadler. Und da ist der Bildhauer nochmal als Ultra. Und das ist immer bitter. Eine doppelte Ultra, das ist wirklich bitter. Wenn schon eine Ultra, dann wenigstens noch eine, die man nicht schon gezogen hat. Aber das sollte eigentlich bedeuten, dass wir hier jetzt noch zwei Supers bekommen. Win nochmal, Windverzauberin, weiß auch mal Monoceros. Und das letzte Booster, Freunde. Ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Bin ich mir eigentlich sicher. So, aus Erfahrung. Ne? Tenchi Geist, Nahata und Hypernova Ausbruch. Als Super Rare. Genau. Das war's für das Opening. Ne? Ich schiebe die Kamera mal noch ein bisschen hoch, dass wir das hier mal ein bisschen besser im Blick haben. Die Rares, da haben wir ein Atara gezogen, das ist die beste Rare, die man ziehen kann. Beide Supers, eigentlich hier Rückkehr der Sturmdrachen, ganz nice. Auch noch eine dabei gewesen wieder. Hier haben wir Romulus als guten Pull, ansonsten war das wohl eher nichts. Die Promos, ja, neue Karten. Und als Secrets die beiden Marinzessen-Karten natürlich, wo die Marinzessen-Promos drin sind. Müssen auch dann die Secrets Marinzessen-Karten sein, scheinbar. Keiner Apulusa. Hätte ich euch gerne mal gezeigt als ja, kleinen Pull hier. Als schönen Pull auf diesem Kanal. Aber okay, ist in Ordnung. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr neu seid, lasst auch gerne ein Abo hier auf dem Kanal dafür. Mehr Yu-Gi-Oh! Und Pokémon Openings. Und ja, ihr könnt natürlich wie immer was gewinnen. Und zwar können drei Personen von euch jeweils eine Special Edition Pack gewinnen. Und dafür müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren, ein Like auf das Video da lassen. Denkt auch dran, eure Abos, eure YouTube-Abos auf öffentlich zu stellen. Das könnt ihr ganz leicht in den Kanaleinstellungen bei euch machen. Und schreibt einen Kommentar mit, ich will gewinnen und der Karte, die ihr aus diesem Set am liebsten haben wollen würdet. Ja, und ich verabschiede mich dann und bis zum nächsten Mal hier bei Gate to the Games. Haut rein und ciao.